Die letzten Tage unserer Reise brechen an und es geht für uns nochmal nach Südfrankreich, bevor wir zurück nach Deutschland fahren. Ich gebe euch mal ein kleines Update zu heute. Nachdem wir den wunderschönen Campingplatz in den Bergen verlassen haben, wo wir jetzt 2 Nächte waren, weil es uns da so gut gefallen hat, sind wir wieder Richtung Küste gefahren. Da wir jetzt einen Tag an den Bergen verlängert haben, hat uns die Zeit für die Küste Spaniens gefehlt und deswegen sind wir direkt über die Grenze nach Frankreich rübergefahren und sind dort dann an eine Bucht gefahren, wo man gut schnorcheln kann und hatten da nochmal einen richtig schönen Schnorcheltrip. Da waren wir ungefähr 1 Stunde und das Wasser war wirklich glasklar und das Coole ist, da gibt es einen Wasserpfad, wo man 500 Meter an 5 Stationen entlang tauchen kann, die verschiedenen Meereszonen sich angucken kann und man sieht wirklich sehr viele, auch größere Fische. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Man kann auch an dem Strand Kajaks mieten und wenn man keine eigenen Schnorchel hat oder diese Gesichtsschnorchel, die es mittlerweile gibt, überall, kann man die dort auch vor Ort ausleihen. Und genau, das hat auf jeden Fall viel Freude gemacht. Jetzt sind wir weitergefahren, 1 Stunde zu dem Campingplatz, wo wir die letzten 2 Nächte verbringen werden hier in Frankreich, bevor es dann wieder Richtung Deutschland geht. Und ja, da checken wir jetzt gerade ein. Nico ist gerade an der Rezeption und wir sind auch auf diesen Campingplatz hier sehr gespannt. Der ist direkt am Meer und wir haben auch morgen vor, hier nochmal ans Wasser zu gehen. Das ist jetzt so der Plan und wir freuen uns, dass wir jetzt nochmal hier so einen Stopp am Meer haben in Frankreich, bevor es dann leider zurückgeht.
Wir hatten ja eigentlich heute vor, Kajaks zu leihen, weil auf der Seite des Campingplatzes ursprünglich es hieß, dass man hier Kajaks mieten kann und dann einen Fluss entlang fahren kann. Allerdings hat sich das Flussbett so weit verändert im letzten Jahr, dass der Campingplatz den Kajakverleih leider schließen musste. Und es gibt hier leider auch nicht in fußläufiger Nähe einen Kajakverleih. Wir sind dann noch bis zum Hafen gelaufen, weil es hieß, dort gibt es halt Wassersportangebote, vielleicht auch Kajaks, aber wir haben keine gefunden und auch nichts anderes für uns Attraktives. Und dann haben wir einfach jetzt einen gemütlichen Tag am Strand gemacht oder im Pool und haben uns nochmal so richtig ausgeruht. Und morgen geht es dann wieder Richtung Deutschland. Wir haben dann zwar nochmal einmal eine Übernachtung in Frankreich, aber übermorgen kommen wir dann zu Hause an, dann wird der Camper geputzt und dann geht es schon Richtung Rückgabe. Heute Abend wollen wir noch mal essen gehen. Da testen wir mal das Restaurant hier auf dem Campingplatz aus und zeigen euch da dann noch die Eindrücke vom Essen gehen. Und mehr passiert heute bei uns nicht mehr. Wir sind jetzt angekommen an unserer Stellplatz für heute Nacht. Wir sind jetzt 8,5 Stunden unterwegs gewesen, überwiegend auf Mautstraßen, was recht teuer war. Glaube ich, beinahe 100 Euro bezahlt, über den ganzen Tag verteilt, aber dafür sind wir halt jetzt auch recht weit gekommen. Wir sind jetzt in der Nähe von dem Ort Besançon und stehen auf einem sehr süßen kleinen Campingplatz, der nur 13 Euro kostet. Also es ist mehr wie so ein kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz, aber er ist als Campingplatz auf Park4Night eingetragen. Er hat ein Sanitärhaus, sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet und ist mitten hier im Grün an einem Fluss gelegen. Dementsprechend sind auch einige Moskitos draußen, aber das stört uns jetzt nicht. Wir haben die Moskitonetze vor und machen uns jetzt sowieso nur was Kleines zu essen und haben aber auch Strom. Und genau, jetzt kommen wir erstmal an. Aus dem kalten Deutschland. Wir sind heute Morgen recht früh aufgestanden, um kurz nach 6, um jetzt hier in Aschaffenburg nochmal zu einer Entsorgungsstation zu fahren, weil das ja gestern nicht geklappt hat. Und leeren jetzt nochmal die Toilette und das Grauwasser aus. Und dann geht es zur Mietstation. Das sind circa 1,5 Stunden Fahrt von uns. Und dann geben wir den Camper ab. So, das Camper zurückgeben hat richtig gut geklappt, ging dann auch einigermaßen schnell. Wir sind heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, waren um 9 Uhr dann bei der Vermietung und waren jetzt um 12 Uhr ungefähr wieder zu Hause. Und ja, jetzt ist die Reise zu Ende. Wir freuen uns total, dass ihr uns bei der Reise über unsere Vlogs begleitet habt. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Wir würden uns freuen und gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, euch wieder bei der nächsten Reise mitzunehmen.